Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich hatte vor 2 Tagen, glaube ich, ein Video gemacht, in dem es um eine Behauptung ging, die die Person Amin Dali oder Amin Dali, ich weiß nicht genau, wie er heißt, in der er sich äußerte über den Sachverhalt, in dem es darum ging, dass eine Person, und das muss man immer wieder betonen, eine Person zweifelt an den Wahrheitsgehalt des Korans. Also das bedeutet, er weiß nicht, ob das Allahs Worte sind oder vielleicht erfundene Worte, vielleicht Muhammad sallallahu alaihi wasallam Worte. Und dass auch diese Person durchaus entschuldigt sein kann. Obwohl ja man erwähnen muss, dass diese Person ja in diesem Fall gar nicht an den Koran glaubt. Und wenn er behauptet, dass, wenn die Person behauptet, dass die Person, die an den Koran zweifelt, aber auch an den Koran glaubt, dann ist das natürlich an Absurdität gar nicht mehr oder Absurdheit gar nicht mehr zu übertreffen. Denn das Gegenteil des Imans ist ja eben das strikte Leugnen oder eben die Zweifel. Al-Iman at-Tasdiq al-Jazim. Habt ihr das nicht gelernt in dem Buch von, das man in euren Instituten lernt, ich glaube in Frankreich auch, Al-Iman von Nuaym Yassin, dieses kleine Heft, das in vielen europäischen islamischen Zentren unterrichtet wird, von einem Ägypter verfasst. Der Al-Iman ist genau das Gegenteil vom Takdhib, oder eines der Gegenteile des Iman ist der Takdhib und der der Zweifel. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا. Und du wirst uns ja nicht glauben. Also du wirst ja nicht denken, dass wir die Wahrheit sagen. Du wirst darüber spekulieren oder es ablehnen. Allah Ta'ala sagt, وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ. Das ist die Konsequenz davon. Er sagt, und wer nicht an Allah und seinen Gesandten glaubt, also Iman hat, so haben wir für die Kafirin eine Strafe vorbereitet. Also wenn er sagt, er zweifelt zwar, das bedeutet, er glaubt eigentlich nicht an den Koran, aber er ist trotzdem ein Muslim und er wird deswegen wegen seiner Zweifel entschuldigt. Und dass man dann Aussagen von Gelehrten anführt, ich hatte schon in der letzten Aufnahme gesagt, alle Aussagen, in denen es darum geht, dass irgendwelche Muslime bestimmte Dinge abgestritten haben, dass die Teile des Korans seien oder der Sunna. Manche Sahaba haben über diverse Suar aus dem Koran gesagt, sie seien nicht Teil des Korans. Also sie hatten die Vermutung gehabt. Manche haben bestimmte Wortlaute negiert. Manche haben bestimmte Qira'at negiert. Wie Al-Qadi Shuraik. Er sagte über die Aussage Allah Ta'alas, Bel-Ajib-Ta, so ist es in der Qira'a, aber es gibt die andere Lesungsform, Bel-Ajib-Tu. Und er sagte, Allah Ta'ala wundert sich nicht und lehnte diese Qira'a ab. Tayyib. Das mag ja alles stimmen und diese Personen mögen ja alle entschuldigt sein und ist alles okay, in Ordnung. Aber der Unterschied ist, dass es hier ja in diesen Fällen darum geht, dass sie nicht wissen,
oder dass es bei ihnen nicht eben bestätigt ist und verifiziert wurde, dass das Bestandteile des Korans sind, welcher ja an sich die Offenbarung Allahs ist. Und daran haben sie ja geglaubt. Und es war nicht, stand nicht fest für sie, dass das wirklich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam stammt. Das ist ja gar kein Problem, da kann man ja entschuldigt sein, weil es eben hier diese Grundüberzeugung gibt. Den allgemeinen pauschalen Iman, al-Iman al-Mujmal. Aber die Person, die das ja von Anfang an komplett in Frage stellt, inwiefern ist sie denn gläubig? Und dann die Texte der Ulama zu verwenden, in denen es um derartige Fälle geht, auf eine Person, die über die Usul des Dien zweifelt, also das ist ja, das zeigt nur Inkompetenz. Und dass hier eine Person mit Sachen, über Sachen spricht, über die sie keine Ahnung hat. Und das Witzige ist, dass sie einen bestimmten Expertenkreis haben, an die soll man sich wenden und an niemand anderen. Und wenn man von jemand hören will, muss man sie erst fragen. Was habt ihr denn für islamische Bildung nachzuweisen? Was könnt ihr nachweisen? Ich habe heute übrigens mit einer Persönlichkeit darüber gesprochen und ihr davon berichtet, die kennt der Amin Dali oder Amin Dali, wie er auch heißt, bestimmt. Sheikh Muhammad Ismail Rifat, der auch 20 Jahre in den Awqaf in Ägypten, also in dem Wizarat al-Awqaf al-Diniya, angestellt war. Das ist sowas wie das Ministerium für religiöse Angelegenheiten. Und ich habe ihn, und er kennt Amin Dali, kennt ihn, der war sogar mal hier bei uns essen während seiner Anwesenheit. Und ich habe ihm von dieser Aussage erzählt und seine Reaktion darauf, und er sagte, das ist katastrophal, was er macht. Und er spricht über Dinge, die nicht mehr in seinem Wirkungsbereich liegen. Er hat in derartigen islamischen Sachen keine Bildung und keine Kompetenz. Und er sagte, durch eine derartige Aussage bringt er mehr Leute in den Unglauben. Er sagt über andere, die hier eine andere Auffassung haben, sie seien Tekfiris, aber er bringt dadurch andere Leute in den Unglauben, weil er sie in Sicherheit wägt. Du bist Muslim, auch wenn du zweifelst. Und in meinem ersten Video habe ich ihn weder namentlich erwähnt, noch habe ich ihn beschimpft oder irgendwelche unsittlichen Wörter verwendet. Und dann folgt darauf ein Text, ein absolut rein subjektiver Text, in dem es nur um Emotionen geht, und darum, seine eigene Person zu verteidigen. Erstens mal hat man hier niemand persönlichen degradiert. Wenn man die Muslime auf Persönlichkeiten hinweist, dann sollten das ja welche sein, die die Muslime kennen. Und weil da irgendjemand in einem Gremium sitzt, ändert das ja nichts an der Sache. In gelehrten Gremien sitzen alle möglichen Personen. Da findest du den Sufi und da findest du den Rafidi und alles Mögliche. Und ebenso hat man nicht die Seite Islam Question Answer degradiert. Es geht darum, und das sollte man wissen, das Wissen, das man aus Fatawa bezieht, das ist nicht der At-Tasil al-Ilmi. Die Fatawa, aus Fatawa kann man keine allgemeinen Urteile schöpfen. Man muss die Grundlagen, die Fundamente des Ilm kennen, seine Prinzipien, seine übergeordneten Regeln, seine Sachverhalte und aus im Lichte dieses Ganzen dann bei individuellen Fällen vorgehen.
Eine Fatwa ist immer etwas Maßgeschneidertes. Zumal es in dieser Fatwa, die er gepostet hat, ja gar nicht um jemanden geht. Das ist ja das Witzige, der an der Gültigkeit des Korans zweifelt, sondern irgendwelche anderen nebensächlichen Formen des Zweifels, aber nicht Zweifel, die die Grundfundamente des Imams betreffen. Und es ging nicht um die Degradierung von Seiten wie Islam Question Answer, sondern um die Degradierung dieser Clique, die sich in all ihren Fragen auf eine Seite berufen und khalas, das war's. Zumal, wenn wir ein bisschen auf der Seite rumschauen, schauen wir mal zusammen, dann sehen wir, die Seite hat auch explizitere Aussagen zu dem expliziten Fall. Denn wir wissen, dass der إثبات الحكم العام لا يلزم منه دخول كل الأفراد. Einen allgemeinen Sachverhalt das Urteil zu einem allgemeinen Sachverhalt bedeutet nicht immer, dass jede individuelle Mas'ala ebenfalls mit eingeschlossen wird davon. Wie bei den Al-Fadhl Umum. Also beispielsweise, wenn ich sage, Zaid ist Saudi, dann heißt das nicht unbedingt, das ist das Allgemeine, dann heißt es nicht unbedingt, dass er auch Mekkaner sein muss. Er kann ja auch aus Medina stammen. Wenn ich aber sage, Zaidun Makki, ثبوت الوصف الخاص يلزم منه ثبوت الوصف العام oder العام. Wenn ich sage, er ist Mekki, also Mekkaner, dann muss er auch Saudi sein, aber umgekehrt nicht. Und genau hier hat der Herr den Fehler gemacht, dass er allgemeine Fatawa nimmt und sie dann überträgt auf einen ganz spezifischen Fall und meint, diese Leute würden das Gleiche sagen. Und dann spricht er, wir fragen von unseren Gelehrten, wer sind denn deine Gelehrten? Du hast zwei Leute jetzt gefragt. Wo ist der Rest? Das war's. Gehen wir mal auf die Seite Islam Question Answer, auf die er sich ja berufen hatte. So. So, was haben wir hier? Frage. Wird jemand bestraft, wenn er in der Dunya zweifelte wegen diesem Hadith? Oder stirbt er auf dem Unglauben? Und dann nennt er hier ein Hadith. طيب, dann sagt er hier: Man shakka fi Allahi, au fi al-Malaika, au fi al-Rusul, au fi al-Ba'th, au fi al-Jannah, au fi al-Nar. أو في شيء مما بلغه عن خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. Wer über Allah zweifelt oder über die Malaika oder über die Propheten oder die Auferstehung oder das Paradies, die Hölle oder über irgendetwas, das ihn erreicht, also es erreicht ihn als eine Mitteilung Allahs oder des Propheten صلى الله عليه وسلم, dann ist er ein Kafir. So, und dann nennt er hier einige Adilla aus den Texten, in denen die Überzeugung bedingt wird. So, und hier zitiert er, Qala Sheikh Abdul Aziz al-Rajihi, Hafizahullah, يكفر الإنسان بالشك إذا شك في الله أو في الملائكة أو في الكتب أو في الرسل أو في الجنة أو في النار. يقول ما أدري هو فيه جنة أو ما فيه جنة، هو فيه نار أو ما فيه نار، يكفر بهذا الشك. الشيخ عبد العزيز الراجحي sagt, der Mensch kann auch durch Zweifel ungläubig werden, wenn er über Allah zweifelt, die Malaika oder und so weiter. Tamam? Und hier sagt der Qol Sindi, so dann zitiert der Sindi und dann sagt er hier unten, wenn man schakka fi aslin min usulil iman, wer über eines der Fundamente des Imans zweifelt und
in diesem Zustand verstirbt. فهو كافر مخلد في النار. Dann handelt es sich hier um einen Kafir. مخلد في النار. طيب. So, gehen wir auf die andere Seite hier. Hier ist die Nummer der Frage. 243974. Gehen wir auf eine andere Frage. Die ist noch expliziter. So. Hier geht es darum, dass eine Person sagt, dass es Zeiten gibt, in denen sie Zweifel verspürt. Ja, und auf jeden Fall, sie hat in dieser Zeit geheiratet, in dieser Zeit der Zweifel und der Unsicherheit. Und jetzt fragt sie sich, ob diese Eheschließung gültig ist oder nicht. Und hier geht es um ein spezielles Individuum. Und dann sagt er hier, wenn die Zweifel nur eine Form der Waswasa waren, also flüchtige Gedanken, zu denen man sich nicht hinzugezogen fühlt oder mit denen man sich nicht identifiziert und die man ablehnt und missbilligt, dann schadet das nicht. Das habe ich auch schon in dem letzten Video gesagt. Vielmehr, dass im Gegenteil, diese Ablehnung deutet ja eigentlich auf die Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit im Iman. Dann zitiert er den Hadith, den ich gestern auch teilweise erwähnt hatte oder vorgestern. So, aber hier sagt er, وَأَمَّا إِذَا كَانَ الشَّكُّ قَدَّامًا مَعَكَ. Wenn es aber ein kontinuierlicher Zustand ist, den man auch nicht ablehnt, also es ist eine Einstellung, wie ich gesagt habe, es ist eine Einstellung, eine Position, die man nimmt. Ich weiß nicht, ob das der Kalamullah ist oder nicht, oder vielleicht von Muhammad sallallahu alaihi wasallam erfunden ist. Das ist eine Position. Dann sagt er, فَهَذَا الشَّكُّ كُفْرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ. Das ist Unglaube, der aus dem Islam führt. طيب, إِقَامَةُ الْحُجَّةِ und so weiter erstmal, oder ist die Ehe aufgelöst? وَلَا يَصِحُّ مَعَهُ عَقْدُ النِّكَاحِ. Die Ehe ist damit nicht gültig, denn die Ehe mit einer Muslime, mit dem Kafir, ist ungültig. Tamam? Also das heißt, das ist in diesem individuellen Fall eine sofortige Sache. Und er muss nach der Tauba und der Rückkehr zum Islam, muss man den Vertrag erneuern. Taib, noch eine. Hier. Na, hier geht es um eine Person, der nach der Ehe mit erfahren hat, dass seine Frau an der Existenz Allahs zweifelt. Also hier geht es zwar jetzt um die Existenz Allahs, aber ich glaube, bei ihnen ist nicht fern, dass sie das auch entschuldigen würden. Schlechte Vermutungen nennt man das. Hier sagt er, damit es sich um einen gültigen Iman handelt, muss es sich um eine unumstößliche Überzeugung handeln. Und wann immer Zweifel eintreten, handelt es sich nicht mehr um einen gültigen Iman und die Person wird zum Apostaten und tritt aus dem Islam aus. Dann zitiert er hier diesen Vers, innamal mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Die Mu'minun sind ja nur die, die an Allah und an seinen Gesandten glauben und dann nicht zweifeln. So, und dann sagt er hier, wer über die Existenz Allahs zweifelt, der tritt aus dem Islam aus. Und hier dann erwähnt er dann auch, dass man den Vertrag erneuern muss. Also, wenn das jetzt, wenn die Person weiterhin Muslim wäre, dann müsste man den Vertrag nicht erneuern. Bis man, bei ihm müsste man wahrscheinlich auch in diesem Fall dann erstmal ein Komitee anrufen und ihm alle Situationen schildern. Hier, die Person zweifelt an der Existenz Allahs. Und was sagen Sie denn darüber? Ist der denn ein Muslim oder nicht? Also bitte. Es ist doch Ramadan und du wolltest dich über Ramadan zurückhalten. Lasst euch nicht vom Erscheinungsbild täuschen, nur weil jemand eine rote Azhar-Mütze anhat und eine weite Jubba und sich kleidet, als wäre er ein Absolvent der Azhar.
und Arabisch spricht und einen langen, großen Bart hat. Das ist eine Hülle, man sollte sich von sowas nicht täuschen lassen.